Ein Turm aus der Renaissance, der zuletzt ein wenig wirkte, als wäre es eine Person ohne Kopf, hat seinen Kopf zurückbekommen. Wir haben gute Gründe, das hier so vorzuschlagen und umzusetzen, weil es historisch so war. Ein Renaissance-Turm hat eine gewisse Proportion, die wird jetzt wieder hergestellt und hat eine Fernwirkung. Und wir können nur hoffen, dass die Menschen das verstehen und annehmen, gerne fotografieren, sich gerne damit ablichten lassen und gerne Gebrauch davon machen, hochzukommen mit einem Aufzug oder mit der Treppe und dann oben zu stehen und die Aussicht zu genießen. 600.000 Euro hat der Bau von Fuldas Krone gekostet. Mit ihr sind die Sanierungen des Schlossturms allerdings noch nicht abgeschlossen. Erst ab Ende des Jahres rechnet Schreiner mit der Fertigstellung. Knapp 2 Jahre später als geplant können dann endlich die ersten Gäste die Aussicht genießen. Ein erster, wichtiger Teilerfolg. Das ausführende Bauunternehmen Hana Technik aus Petersberg bei Fulda ist mehr als zufrieden. Seit etwa einem Jahr waren sie mit dem Projekt betraut. Wenn man an so einer Stelle ist und hat so ein Bauteil hinter sich, was wahrscheinlich in Fulda auf jeder Postkarte drauf sein wird, dann ist das natürlich schon was. Und man gestaltet ja hier die Region und die Stadt ein Stückchen weit mit. Das werden am Ende Generationen sehen. Und das ist natürlich eine tolle Sache, gerade jetzt auch im Handwerk. Man schafft ja irgendwie Sachen von bleibendem Wert. Man ist ein Stückchen Teil davon. Wir sind noch voller Adrenalin, weil das war ja wirklich eine knifflige Angelegenheit, was wir da machen mussten. Wir mussten 64 Punkte auf dem oberen Plattform mussten wir genau treffen. Wir hatten ein Spiel von 1 Millimeter, war schon eine Herausforderung. Unser Team, sag ich mal, hatten wir extra für den Samstag alle hierher geordert. Das hat gepasst. Das waren die Besten, die Hana aufzubieten hatte. Das hat man auch gesehen. Das war ein tolles Team. Die Krone ist übrigens nachts beleuchtet und so weithin zu sehen. Augen aufhalten lohnt sich. Osthessen News. Sehen, was bewegt.